Batteriesäureabflussreiniger macht sie extrem schnell abhängig. Crystal putscht auf und unterdrückt Hunger und Schmerz. Mit Crystal kann man auf einmal alles. Doch dann zerstört Crystal Körper und Seele. Nancy ist seit vielen Jahren süchtig nach Crystal Meth. Jetzt will sie ihr Leben radikal ändern. Alleine oder zusammen mit ihrem Freund Sebastian, ihrer großen Liebe. Denn auch er ist von der Droge abhängig. Die nächsten Wochen werden über ihre Zukunft entscheiden. Für den Kampf gegen die übermächtige Sucht ist Nancy in der Klinik. Nicht zum ersten Mal. Sie war schon clean, ist aber wieder und wieder rückfällig geworden. Wie lange haben Sie es denn damals durchgehalten? Ich glaube, zwei Jahre clean. Zwei Jahre? Zwei Jahre clean. Hut ab, ziehe ich wirklich einen Hut vor Ihnen? Nancy hat schon viele Rauschmittel ausprobiert. Schließlich landete sie bei Crystal Meth. Damit konnte sie ihre Probleme vergessen. Ja, meine persönlichen Schwachpunkte, so sage ich mal. Dinge, die ich nie gelernt habe, Konflikte, die ich nie gelöst habe. Die ihn immer wieder einholen. Und wenn man sich immer nur verschließt, kann man nichts lernen, auch nicht lösen und nichts besser machen. Und mein einziger Konfliktlöse-Technik war eigentlich immer zu Drogen zu greifen und zu vergessen, wegzudrücken. Einer Psychologin vertraut sie ihre Drogengeschichte an. Und die begann mit 13. Was konsumieren Sie denn? Also Crystal Meth, dann Marihuana. Ich habe auch schon Heroin konsumiert, ich habe auch Kokain konsumiert. Ich habe das Liquid schon mal konsumiert, aber ich habe das... Hängen geblieben bin ich eigentlich auf dem Crystal und auf dem THC. Zwei Therapien sind bereits gescheitert. Die Drogen haben sie verändert. Das hat sie selbst zunächst gar nicht bemerkt. Wird mir oft gesagt, dass ich aggressiv wirke, dass ich sehr herrisch wirke. Und damit kann ich eigentlich gar nicht anfangen, so ich. Okay. Gab es irgendeine Droge, wo das besonders auffällig war, dieses Verhalten? Das Kokain. Beim Kokain. Aber das konnte ich nicht so, da habe ich nicht so viel konsumiert. Und beim Crystal, beim Dauerkonsum beim Crystal auch. Also die Aggressivität zumindest. Nancy fühlte sich als Kind oft als Versager. Sie musste den Haushalt machen, die Hausaufgaben ihrer autistischen Geschwister betreuen, durfte erst spielen, wenn sie alles erledigt hatte. Zuneigung gab es zu Hause selten. Ich habe mich nicht wohlgefühlt, nicht angenommen gefühlt und habe dann im Prinzip viel Mist gebaut auch. Und habe absolut nicht verstanden, warum meine Mutter so reagiert, wie sie reagiert. Habe dann irgendwann mal in der Wut zu meiner Mutter eine die Klatsche gekriegt. Das ist geklatscht. Das war schon heftig. Ich bin dann mit dem Kopf gegen den Schrank gefallen und habe mein Zeug gepackt und bin gegangen. Und bin dann auch wieder nach Hause. Also die Polizei hat mich nach Hause gebracht und das ging dann ganz schnell. Ich war eine Woche zu Hause und war wieder drauf. Weil man halt wieder mit dem, damit nicht klarkommt, dass, was man eigentlich gemacht hat. Also meinen Eltern in die Augen gucken ist heute manchmal noch schwer. Vor allem mein Vater. Der hat mich eine Zeit lang angeguckt und angefangen zu weinen. Da war ich noch so dünn mal zu Hause. Und dass die Angst hatten um mich, hatte ich nie so wahrgenommen, also habe ich nie gesehen. Sie lebte auf der Straße, verliebte sich in einen älteren, auch drogenabhängigen Mann. Mein Freund war mein Kind. Ich musste jeden Tag Zettel schreiben, wenn ich auf Arbeit gegangen bin. Hier, mache das, mache das, mache das. Ansonsten war nichts. Es war nichts erledigt. Und ich habe das auch mir angenommen. War die Wohnung voll, da haben 13 Mann bei uns Wochenende geschlafen, die habe ich versorgt. Da habe ich halt die Drogen reingepfiffen und habe dann, dadurch, dass ich so Bewegungsdrang hatte, habe ich natürlich mich um alle gekümmert. Und das habe ich mir sehr lange mitgenommen, das habe ich auch heute noch sehr viel, dass ich mich um andere kümmern tue. Viel, viel mehr wie um mich selber. Also ich immer an letzter Stelle. Immer erst die anderen. Und so ganz zum Schluss. Was erhoffen Sie sich denn davon, wenn Sie das tun, wenn Sie sich kümmern? Anerkennung vielleicht. Diese Liebe, also überhaupt dieses warme Gefühl eigentlich, so dieses Familiengefühl. Diese große Sehnsucht treibt sie an. Nun hat sie die schlimmste Zeit in ihrem Leben vor sich. Lolek ist schon einen Schritt weiter. Er ist 36, kommt aus Zwickau. Dass er sein halbes Leben Drogen genommen hat, sieht man ihm nicht an. 16 Jahre war er von Crystal Meth abhängig, hat damit gedealt. Als DJ legt er in der Techno-Szene auf. Crystal Meth wird hier von vielen als Aufputschmittel genommen. Da ich aber schon immer viel mit elektronischer Musik zu tun hatte, selber Musik gemacht habe und ein Mensch bin, der neugierig ist, habe ich natürlich irgendwann mal mir gedacht, so in der Szene, ich sehe Leute, die sind gut drauf, die halten die ganze Nacht durch und so. Irgendwas muss es auch eine Bewandtnis haben und habe mich immer dagegen gesperrt. Nein, das sind Drogen. Das sind der Tag X kam und
mir das nicht angeboten wurde, sondern ich direkt gefragt habe, so, jetzt gib einfach mal so eine Linie her, habe ich gesagt, und ich will es mal probieren. Habe wieder gefragt, was die Wirkung ist oder so, und habe einfach mal eine Bahn genommen. Und ja, so nahm das Unheil seinen Lauf, sage ich mal. Weiß, rein, unschuldig sieht es aus. Crystal Meth. Man kann es rauchen, schnupfen, schlucken, spritzen. Lolek machte es glücklich durch das Dopamin, das im Gehirn ausgeschüttet wird. Er fühlte sich stark. Ich beschreibe das immer so gern mit einem Gardinenvorhang, den man sich vorstellen müsste. Und irgendjemand reißt da dran, es geht sofort zack und die Sonne geht auf. Sie ist so auf, zack. Und es wird alles taghell, so alles glasklar. Du fängst an, deinen Blick zu öffnen. Man wird sofort unruhig. Es fängt an zu arbeiten in einem. Man wird sehr hyperaktiv. Man hat den Drang, irgendwas tun zu müssen. Was dann, wenn man das weiter konsumiert, auch so weit sich andeutet, dass man die inneren Wünsche, was man vielleicht mal gemacht hat, kann oder was man noch nie gemacht hat, aber es schlummert in einem drin, das fängt man an, dadurch auszuleben und macht aber nichts Produktives dabei. Wie Lolek hat auch Maya erfahren, dass die Droge sie innerlich zerstört. Sie wollte immer in allem perfekt sein, alles unter einen Hut bekommen. Den Job, die Familie, Freunde, Freizeit. Und das ging nur mit Crystal. 3,5 Jahre nahm sie es, täglich. Ich habe eine Ausbildung halt fertig gehabt, habe danach mich noch entschlossen, ein Abitur zu machen. In der Zeit habe ich halt auch meinen Freund kennengelernt, der mich leider geschlagen hat. Und da lief alles nicht so rosig. Habe immer mehr abgenommen. Da hat mich dann auch schon meine Familie darauf angesprochen, aber nur auf das Abnehmen, weil man mir erstmal nicht gesehen hatte. Und dann ist noch meine Tante gestorben, mit der ich ein sehr gutes Verhältnis hatte. Und das hat mich alles sehr fertig gemacht. Dazu kommt halt, dass man halt noch gesungen hat. Also ich singe in einer Band und auch in einem Chor. Und das hat mich alles sehr vereinnahmt. Und deswegen musste ich halt funktionieren. Und dadurch habe ich halt immer mehr Drogen konsumiert. Doch Maya hat gerade noch die Kurve gekriegt. Das war schwer, denn das Schlimme ist, dass die Droge die Selbstwahrnehmung zerstört. Ich habe mich damit auch so erhaben gefühlt. Also ich kann was, was ihr nicht könnt. Ich funktioniere. Ich bin nachts wach. Ich kann das und das schaffen. Und ich kann trotzdem feiern gehen und das sogar richtig gut und kann da tanzen. Ja, ich habe abgenommen extrem, war dünn und andere haben schon gesagt, das ist hässlich aus. Aber ich fand das total toll, total schön. Man hatte diese Aufmerksamkeit. Ich habe damit Auftritte gemacht, ich habe damit gesungen, was mir viel, viel leichter fiel, weil ich danach nicht in so ein Loch gefallen bin. Und ich habe mich da eher erhaben gefühlt und wollte die Droge haben. Und das ist ja teilweise immer noch so in mir drin, dass ich denke, oh, ich will die wieder haben. Weil Christel ist, ja, man nimmt es einmal und man weiß halt, wie das ist. Und man weiß in dem Fall auch, dass es nie wieder was geben wird, was vergleichbar sein wird. Die preisgekrönte amerikanische Kultserie Breaking Bad hat Crystal populär gemacht. In harmlos wirkenden Bildern wird aus einer Wohnmobilküche ein Crystal-Labor. Trotz Ironie und einer gewissen Härte läuft die Serie Gefahr, die Droge auch zu mystifizieren. Jeder Crystal-User von hier bis Timbuktu wird es probieren wollen. Mann, ich muss das antesten. Kult um Crystal? Die Erstkonsumenten werden zumindest immer jünger. So wie in dieser Klinik in der Nähe von Lörrach. Jugendliche können hier nicht nur clean werden, sondern auch Schulpensum nachholen und einen Abschluss machen. Denn sie sind oft wegen der Droge von der Schule geflogen oder einfach nicht mehr hingegangen. Arthur ist gerade mal 16. 2 Jahre war er auf Crystal. Er stammt aus Zwickau, nahe an der tschechischen Grenze. Von dort kommt ein Großteil der weißen Kristalle. Hier war ich drauf. Es war nachts auf einer Party auf dem Klo. Und hier war ich 11. Das war damals mein bester Freund halt. Und jetzt ist er auch nicht mehr zu retten, glaube ich. Der ist abgestürzt komplett? Ja. Was nimmt der denn? Crystal. Auch? Ja. Und ist aber nicht in der Therapie? Mhm. Hat's auch nicht vor. Arthur fuhr regelmäßig über die Grenze nach Tschechien, um für sich und seine Freunde Crystal zu kaufen. Das war ganz einfach. Na, ich bin halt mit dem Zug jeden Tag hingefahren. Also so jeden zweiten Tag. Hab da jedes Mal mindestens 8 Gramm geholt, bis sie mich dann irgendwann mal erwischt haben. Das war am 25. August mit 7 Gramm. Und dann habe ich vielleicht einen Monat Pause gemacht, jetzt mit, halt also mit dem Holen dort. Und dann ging es wieder weiter. Ja, ich war zweimal also in der geschlossenen Unterbringung zur Entgiftung halt. Einmal für 9 Wochen, einmal für 12 Wochen. Doch da kam ich raus und es, also, und da wurde es jetzt nur schlimmer.
Also du bist raus und dann sofort? Sofort wieder. Okay. Auch Leon ist gerade erst 16. Und auch er war 2 Jahre von Crystal abhängig, neben anderen Drogen. Ja, ich bin auch noch da. Ich bin auch noch da. Leons Mutter wollte ihn immer davon abhalten. Schwierig. Auch sie nimmt Drogen. Leon fühlte sich allein, einsam. Ich finanzierte das erste Mal, habe ich die Karte, Bankkarte von meiner Mutter genommen. Habe dann den Lohn am Anfang Monat abgehoben. Und so habe ich mir am Anfang finanziert. Was hat deine Mutter dazu gesagt? Ja, sie war nicht gerade begeistert davon. Und dann hat sie auch erfahren, dass ich angefangen habe zu kiffen und so. Aber das mit dem Crystal hat sie erst, ja, so am 15. Geburtstag eigentlich so erfahren. Und wie hat sie reagiert? Nicht gut. Also sie war schockiert so. Aber sie konnte mich nicht dran hindern. Sie hat immer gesagt, mach's nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und irgendwann hat sie es einfach aufgegeben. Er kam direkt aus der Haft hier an. Und ich habe dann ihn noch gefragt, ob er denn jetzt sein Gepäck irgendwo hätte. Weil normalerweise verschließen wir das in extra Räume. Und wo denn sein Gepäck sei. Und dann wies er auf eine kleine Jute-Tasche. Und in dieser Jute-Tasche, die halb voll war, befand sich sein komplettes Eigentum. Das war alles. Leon nahm nicht nur Crystal. Er trank auch Alkohol und suchte oft Streit. Wegen gefährlicher Körperverletzung war er in Haft. Es ist mir in Haft einfach alles klar geworden, wo ich klar im Kopf war, dass ich eigentlich alles so in meiner Jugend kaputt gemacht habe durch die Droge und ich es eigentlich überhaupt gar nicht will. Wenn ich so sehe, ich habe 2,5 Wochen noch offen, ich könnte jetzt schon wieder längst draußen sein, um mich mit der Droge zu pumpen. Und ich will es einfach nicht, weil ich weiß, was mit den Menschen anrichtet und das ist nicht schön, echt nicht. So, und ich mache es auch für mich und jetzt auch für meine Großeltern und so, weil ich danach zu denen gehe wieder. Auch von ganz Umgebung neu. Und wie viel Unterstützung erfährst du im Moment von deiner Mutter? Ja, das ist, seitdem ich in Haft gekommen bin, sie ist verschwunden. Also, keiner weiß, wo sie ist, sie ist untergetaucht, sie geht nicht ans Handy. Einfach weg, aus der Wohnung abgehauen, nirgendwo angemeldet. So, ich weiß auch nicht, ist auch eine Sache, die mich ein bisschen runterzieht. Es ist vielleicht auch eine Droge der Zeit. Es ist in der heutigen Zeit für Jugendliche oft schwer, so einen Platz in der Gesellschaft zu finden, wo sie Anerkennung bekommen, wo sie Zuwendung bekommen, wo es ihnen gut geht, wo sie so merken, da ist mein Platz, da gehöre ich hin. Und so in dieser Zeit ist es dann auch eine Droge, die genau diese Gefühle auch sehr stark vermittelt. Ja, wo man über Probleme hinweggeht, wo Probleme eigentlich keine Rolle mehr spielen. Und diesen Zustand hätten sie ja gern mal. Das betrifft ja vor allen Dingen auch Jugendliche, die diesen Zustand eben nicht so leicht erreichen können. Die Mühe haben, Anerkennung zu finden, Zuwendung zu finden, gute Freunde zu finden. Die versuchen das dann eher über diese Droge. Um zu verhindern, dass sich die Droge in Deutschland ausbreitet, verfolgt die Polizei in Grenznähe jedes Auto, das Verdacht erweckt. Was ist jetzt hier die Vermutung bei den Taxi-Insassen? Dass er sich rübergefahren hat, lassen drüben gekauft hat und dass er jetzt zurückfährt irgendwo. Fehlanzeige, keine Drogen. Die Frau hat allerdings schon Erfahrung mit Crystal. Ich habe erst gar nichts gemerkt, dann habe ich noch eine Line gezogen, wieder nichts gemerkt, weil ich habe Wunder, wie viel Wirkung erwartet und da ist gar nichts passiert. Und nach 3 Lines dann habe ich aufgehört, weil ich gemerkt habe, es bringt mir nichts. Dann bin ich am nächsten Tag heimgefahren, nichts geschlafen und es ging dann 3 Tage so weiter. Nicht geschlafen, nicht gegessen, gekotzt und völlig durch den Wind gewesen. Und seitdem nie sagen wieder, Sie? Nie wieder. Das war das Schlimmste, was ich jemals durchgemacht habe, die schlimmsten 4 Tage in meinem Leben. Die Konsumenten haben sich auf die Kontrollen eingestellt. Die Polizisten kennen viele aus der Umgebung, die jeden Tag direkt auf den Asiamärkten Crystal nehmen. Gibt es Crystal zu kaufen in Tschechien jetzt schon? Ja, schon. Ja. Und sehr leicht momentan auch bei den vietnamesischen Märkten zu haben, oder? Ja, auch. Susanna stammt aus Tschechien, lebt in Deutschland. Die dreifache Mutter ist seit 8 Jahren auf Crystal. Sie will unerkannt bleiben. Es wird dich jetzt eine Kollegin durchsuchen. Ich schaue mir deine Tasche an. Du gehst dann mit der Kollegin in den anderen Raum und dann machen wir die Durchsuchung, okay? Ja. Gut. Markus, gehst du mit der? Also ich bringe dich rüber. Die Beamten finden immer seltener etwas. Die Verstecke werden immer raffinierter. Crystal ist eigentlich ein relativ kleines Produkt. Und deswegen kann es in kleinsten Sachen versteckt werden. Auch diese Lippenstifte sind schon als Schmuckversteck aufgefallen. Natürlich alle anderen Behältnisse, die geeignet sind, etwas zu verstecken. Und werden die Konsumenten da immer erfindungsreicher? Oder? Die sind immer erfindungsreicher. Es gibt also nichts, was nicht schon ausprobiert worden ist. Gerade Kosmetikartikel in Cremes, in Ketchupflaschen, in Puderdosen, alles wird verwendet.
Konrad. Ja. Durchsuchung war negativ, also so wie wir es auch vermutet haben. Okay. Konsum in Tschechien, okay. Nichts dabei. Gut, ich habe auch nichts gefunden. Dann schicken wir es weiter. Ja. Wie schnell warst du davon abhängig? Ganz schnell, wenn haben sie Probleme in, und Stress und wichtige psychische Probleme, dann ist es ganz leichter. In dieser Zeit, ich habe mit meinem Freund getrennt und ich war mit ihm 9 Jahre. Das war lange Zeit und für mich war nicht leicht und ich bin nicht stolz auf diese Sache. Die Polizisten geben den Abhängigen Adressen von Beratungsstellen und Kliniken. Viele gehen erst dorthin, wenn sie keinen Ausweg mehr wissen. Crystal überschwemmt den deutschen Markt. Doch immer weniger kommt über die Grenze. Vieles über Häfen, Flughäfen oder sogar per Post. Die weichen uns aus. Aber der Druck in die anderen Grenzübergänge wird jetzt auch immer verstärkt. Soweit es personell für uns machbar ist natürlich. Und auch mit Absprachen mit dem Zoll, dass die auch kontrolliert werden. Und wir können eigentlich nur eins machen, den Druck aufrechterhalten. Und somit versuchen, möglichst viel abzuschwenken. Nancy will weg von Crystal. In der Klinik hat sie das Gefühl, es zu schaffen. Heute ist ihr Freund Sebastian zu Besuch. Nach 2 Wochen, in denen sie sich nicht gesehen haben. Sebastian war wieder rückfällig. Hat sich nicht gemeldet. Sich geschämt. Das Vertrauen ist beschädigt. Viel haben die beiden in den letzten Jahren schon zusammen durchgemacht. Was packt da wieder an? Also ich muss definitiv aufhören. Ich bin 31 Jahre jetzt alt. Und körperliche Verfassung, denke ich, ist so gefühlt 55. Und von daher gibt es gar keine andere Wahl. Nur, ich habe schon mal eine lange Zeit gemacht. Bin dann nach 2 Jahren wieder rückfällig geworden, peu à peu wieder bis zum absoluten Tiefpunkt, der jetzt gerade wieder vorherrscht. Ja, was ich aus meinen ganzen Jahren so sagen kann, ist wirklich das, wo ich jetzt angekommen bin beim Crystal, das ist wirklich die schlimmste Droge der Welt. Die allerschlimmste Droge der Welt. Heroin ist, ich will nicht sagen, eine Kopfschmerztablette. Aber so in diese Richtung, kann man schon sagen. Als beide mal zwischendurch clean waren, hatte Nancy das Gefühl von Liebe, Anerkennung, Familie. Das Gefühl, das sie seit ihrer Kindheit so sehr vermisst. Also ich liebe die Menschen wahnsinnig toll. Er mich auch, das weiß ich auch, das spürt man auch. Aber wir stehen uns selber so sehr am Weg. Und also ob die Beziehung das übersteht, weiß ich gar nicht. Alles. Wir haben jetzt gerade Generalprobe. Quasi wenn ich jetzt hier bin, ist Generalprobe für die Zeit, wenn ich gar nicht da bin. Und so wie es jetzt aussieht, also wenn er selber nicht geht, wird es nichts. Also es ist nicht so, dass er jetzt zu Hause sich die Birne wegkotzt. Er macht es eben nicht. Aber das bringt halt diese ganz anderen Probleme mit sich. Und dass er immer Panikattacken kriegt und sich alleine fühlt und will mich aber auch nicht belasten. Deswegen erzählt es mir aber nicht. Ich erfahre es aber trotzdem von der Mutti, von ihm. Wir reden ja auch offen über alles. Und ja, also entweder macht er was oder er ist alleine. Und ich auch. Sie wollte immer alles im Griff haben, immer da sein für andere, für ihre Familie, in der Schule und im Beruf funktionieren. Maja war damit restlos überfordert. Das Einzige, was ihr half, war Crystal Meth. In der Fontane-Klinik in Südbrandenburg geht sie diesen übersteigerten Anforderungen auf den Grund. Für die weißen Kristalle ist sie nachts nach dem Job zu ihrem Dealer gefahren. 2 Stunden pro Strecke. Nachts um 3. Ich habe mir das geholt von Cottbus da unten und meine Eltern wussten das nicht. Da hatte ich natürlich nie Zeit, zu denen zu kommen, aber für Crystal war das natürlich, ich habe mich gefreut, da war Zeit dafür, das zu holen. Und dann, wie gesagt, runtergefahren, das Zeug geholt, wieder nach Potsdam gefahren und dann sofort was genommen natürlich. Morgen. Morgen. Lolek, der gelernte Zweiradmechaniker, hat 16 Jahre mit Crystal auf der Überholspur gelebt. Jedes Mal, wenn er was genommen hatte, war die Müdigkeit weg und die Glücksgefühle waren da. Dafür brauchte er schließlich 1,5 Gramm Crystal pro Tag. Am Ende hatte er Halluzinationen. Ich hatte nach 3 Tagen wach, auch auf Crystal noch, hat der Körper sich so gemeldet, ich habe eine Rauffasertapete geschaut und es hat sich bewegt. Also es waren wie Ameisen. Ich bin auf der Autobahn Auto gefahren. Ich habe von links nach rechts sofort jemanden laufen sehen, da war aber keiner da, hat mich aber nicht erschrocken darüber.
Crystal griff seine Zähne an. Seine Haut entzündete sich. Er hatte keinen Hunger oder Durst. Es gibt ja dieser Tag, wo ich dann doch mal runterkomme, weil entweder ist dann der Stoff alle gewesen oder also der Körper war dann doch mächtiger und ist dann müde geworden. Dann hat man gegessen, aber dann war das halt so ein alles, was da war, irgendwie reinstopfen bloß schnell. So, entweder hat man danach wieder weitergezogen oder man ist dann eingeschlafen, dann wurde halt gegessen. Ansonsten, ich esse auch schon mal 7 Tage ohne Essen, aber das ist ja nicht bewusst. Du hast so viel zu tun, du bist nur am Machen, am Mähren, es klatscht die ganze Zeit. Um an Crystal zu kommen, fuhr Lolek damals regelmäßig von Zwickau nach Tschechien mit der Bahn. Da kann man sich ein Tagesticket kaufen, nach Krasnitscha, steigt man da einfach ein, fährt dort einen Tuk-Tuk-Tuk, schön hin, holt dort sein Kremlein, setzt sich wieder in die Bahn zur nächsten und fährt mit der zurück, nachdem man das natürlich vorher gut verstaut, versteckt, wie auch immer hat. Und fährt wieder zurück, direkt in die City von Zwickau. So. Dann hat man seinen Stoff im Prinzip für, sagen wir mal, es kam 12 bis 13 Euro und die Fahrkarte 7 Euro. Man muss ja nicht mal Geld mitnehmen heutzutage. Das war eine Zeit lang, da hast du einen Laptop mitgenommen, da hast du ein Fahrrad mitgenommen oder irgendwas. Das ist dann direkt auf dem Markt umgetauscht worden halt. Beim Auflegen war Lolek extrem kreativ. Vor jedem Gig hat er sich erstmal eine Line reingezogen. Während ich Musik gemacht habe, habe ich hier nebenbei jemanden von der Tanzfläche gezogen und gesagt, hast du nicht irgendein geiles Lied bei dir auf dem Handy, was du mir mal schickst als MP3, wie jetzt sofort? Ich sage, ja, dann gibt es ja sofort mit in dieses Set mit eingearbeitet habe, einfach so aus Ideen raus. Und das hat es mit mir gemacht. Also da ging richtig der Kopf auf. Das hat den Leuten auch gemuxt, haben die mitgekriegt so. Und das hat mich dann noch mehr angetrieben halt so. Deswegen konnte ich nicht aufhören mit dem Zeug. Die Anerkennung, die Glücksgefühle. Alles können, alles schaffen. Das macht die Wirkung von Crystal so fatal und den Ausstieg so extrem schwer. Das waren dann so am Ende der soziale Abstieg, ist klar. Dann körperliche Beschwerden, die dann sagen, wenn du so weitermachst, schaffst du keinen 16 Jahre nochmal. Und dann ist ziemlich viel auch eingebrochen, man war kriminell. Es hat sich dann immer mehr gehäuft und dann irgendwann mal war man nicht mehr so sicher mit seinem, was man gemacht hat. Das heißt, man hat Fehler gemacht. Dann kamen immer mehr so die Gerichtsbarkeiten, die dann Nachläufer waren. Und das ist einfach zu viel geworden. Also wenn ich jetzt nicht hier sofort, dann verbringe ich mein Leben lang nur noch wahrscheinlich im Knast. Und das alles nur, weil ich 16 Jahre Spaß hatte. Lolek und Maya sind in der Klinik ein Paar geworden und haben den Ausstieg zusammen geschafft. Das gelingt nur 30% aller Patienten, die überhaupt eine Therapie machen. Viele werden sofort wieder rückfällig. Für beide kommt es nun darauf an, auch im Alltag ohne Drogen auszukommen. Trotz verschärfter Kontrollen, noch immer schmuggeln Konsumenten die Droge im Zug zum Eigenbedarf. Ja. So wie dieser Verdächtige. Doch auch der Eigenbedarf ist in Deutschland verboten. Haben Sie Alkohol konsumiert? Mehr als 1 oder 2 Bier? Nein. Haben Sie Drogen konsumiert? Betäubungsmittel? Wir haben an dem Platz, an dem er gesessen hat, in dem Zugabteil, in einer Nachsuche Betäubungsmittel gefunden, Crystal Speed und Bissi Marihuana. Verpackt war das zum einen da in dieser Zigarettenschachtel, also es hat ausgeschaut wie Müll, der dort abgelegt worden ist, im Bereich der hinteren Lehne. Und in dieser Zigarettenschachtel ist also noch eine Zigarette drin und da war eben dieses Crystal mit drin. Nach einer Fahndungsabfrage ist der Reisende bereits einschlägig mit Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten, der ist bereits einmal wegen Betäubungsmittel rechtskräftig verurteilt. Es ist jetzt die Frage, oder wir prüfen im Moment gerade über die Einsatzzentrale, ob eine Bewährungsstrafe offen ist. Sollte die sein, dass die Bewährungsauflage ist, kein Kontakt mit Betäubungsmitteln, je nachdem, was man da hergibt, könnte es sein, dass die Bewährung widerrufen wird. Das ist Krefeld. Dachim? Der Beschuldigte wird demnächst wegen versuchter Einfuhr von Drogen angeklagt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Aufgriffe von Crystal Meth durch Zoll und Polizei sind in den letzten Jahren extrem angestiegen. 2009 wurden 7 Kilogramm gefunden, 2013 bereits 77 Kilogramm im Wert von über 5 Millionen Euro. Dabei ist Crystal nicht neu. Im Zweiten Weltkrieg spornte Pervitin, auch Hitlers Panzerschokolade genannt, Soldaten zum Durchhalten an und sollte ihnen die Angst nehmen. In Tschechien wird es seit den 70er Jahren hergestellt. Auf den Vietnamesenmärkten an der Grenze zu Deutschland bekommt man die weißen Kristalle ganz leicht.
Crystal ist viel billiger als andere Drogen. Wir machen den Versuch mit versteckter Kamera. Zuerst wird uns ein Pullover angeboten. Dann fragen wir, hast du Crystal? Keine Antwort. Wir fragen nach. Ja, Crystal. Wie viel kostet es? Gute Qualität, sagt der Mann. 1 Gramm 50 Euro. In Tschechien ist der Besitz bis zu 1,5 Gramm eine Ordnungswidrigkeit. Aktuell sind 30.000 Tschechen davon abhängig. 2012 wurden nach offiziellen Angaben 5,9 Tonnen konsumiert. Die tschechische Polizei kämpft seit Jahren vehement gegen Dealer- und Händlerringe, so wie hier 2011 in der Operation Nakato, einer groß angelegten Razzia auf einem Vietnamesenmarkt. Dabei wurden 600 Gramm Crystal gefunden, die Dealer abgeschreckt und der Verkauf von weiteren 20 bis 30 Kilogramm verhindert. 2012 wurden 300 Drogenlabore ausgehoben. Doch es ist ein schwieriger Kampf, denn Crystal-Küchen gibt es oft in Privatwohnungen. Man braucht keine Technik. Und die Rezeptur findet man sogar im Internet. Das Hauptziel unserer Bemühungen sind gerade die Laboren, das heißt die Quellen für die Methamphetaminproduktion. Wir versuchen immer mehr und auch aufgrund der besseren Kontakte oder der Verbesserung der Kontakte mit der Kollegen aus Deutschland immer mehr Erkenntnisse zu den Laboren zu bekommen und natürlich die dann aufzuheben. Das Trend in den zwei letzten Jahren war, dass die Produktionskapazität der Labore gestiegen ist. Wir haben im Jahr 2012 die höchste Menge von Methamphetamin sichergestellt in der Geschichte der tschechischen Polizei. Auch Kevin aus Sonthofen in Bayern hat sich seinen Stoff aus Tschechien besorgt. 2 Jahre war er auf Crystal. In der Klinik bei Lörrach lernt er nun, in einen Alltag ohne Drogen zu finden. Kevin, hier in der Wäscherei, was hat das denn mit deiner Therapie zu tun? Dass ich wieder lerne, richtig arbeiten zu gehen. Ja. Wie war es denn vorher? Ja, meistens geschlafen, verbrannt. Da halt dann total drauf zur Arbeit gekommen. Ja. Und wie ist das mit der Disziplin? Ich meine, du bist jetzt seit letzter Woche hier. Wie viele haben Probleme mit der Disziplin? Ja, ich auch noch. Ich muss erst noch wieder reinkommen. Wie machst du das? Üben. Üben, üben, üben. Hilft nichts. Muss ja wieder reinkommen in den Alter. Ja, genau, in der Mitte. Kevin kam mit dem Stiefvater und dann auch mit der Mutter nicht zurecht. Da war er 16. Meine Mutter ist weggezogen. Ja, und dann ging es los. Und jetzt auch nicht gerade so nah weg, dass man direkt mal hinfahren kann, sondern in Australien. Das ist dann schon ein Stück weit und dann bin ich halt total abgesumpft. Ich habe mich halt einsam und verlassen gefühlt und dann, weiß nicht, Crystal hat mir halt so ein Gefühl von Stärke immer wieder gegeben. Ja, es war, irgendwie war die Droge immer für mich da. Hat mich nie im Stich gelassen oder irgendwas. Für sich und seine Freunde ist er regelmäßig mit dem Auto auf die tschechischen Vietnamesenmärkte gefahren. Er wurde nie erwischt. Und auch er konnte nicht mehr aufhören. Ich habe mich gefühlt, wie wenn ich alles könnte. Wenn ich Bäume ausfressen täte, alles. Fühlt sich unbeschreiblich. Ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Fühlt sich einfach, wie wenn du der König der Welt wärst, wie wenn alles könntest. Und dann aber das Runterkommen ist immer dann das Schlimmste. Ich weiß nicht, kann es mit keiner anderen Droge beschreiben, das Runterkommen. Schon einiges durch. In der Therapie lernen Arthur, Leon und Kevin, sich wieder an geregelte Tagesabläufe zu gewöhnen. Strukturen, die sie auf Crystal verloren haben. Dabei hilft die Arbeit in der Küche. Und auch vieles andere können sie hier nachholen. Die meisten Jugendlichen, die hierher kommen, sind mit 10, 11, haben die angefangen, Drogen zu konsumieren. Das heißt, ich sage oft salopp, die sind vom Lego-Spielen auf die Szene. Da hat sich gar kein jugendliches Leben entwickelt. Gar kein, wo wir normalerweise in dem Alter vielleicht so Freizeitinteressen entwickeln. Auch vielleicht eher erwachsenere Freizeitinteressen entwickeln. Das ist alles gar nicht mehr da. Und da schaffen wir Übungsräume, dass sie das mal wieder erleben können, dass sie da mal sehen, ah ja, so ist das, wenn ich Volleyball spiele, so ist das, wenn ich dieses mache, jenes mache. Das ist doch auch ganz toll, wenn ich irgendwo klettern gehe oder Kanu fahren oder Fahrrad fahren, also ganz simpel. Und davon können sie dann vieles übernehmen. Und es hat was von Nachreifung. Geholfen hat es den dreien nicht. Leon, Kevin und Arthur haben ihre Therapie kurz nach unseren Dreharbeiten abgebrochen. Leon ist zurück in die Szene. Arthur ist auf Marihuana umgestiegen. Und Kevin war mit Cannabis rückfällig und beginnt nun seine nächste Therapie. Lolek hat es geschafft. Er lebt jetzt in Berlin, träumt nicht mehr von Crystal, sondern von Urlaub, einem Auto und einer Familie. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Spießer geworden bin. Im Gegenteil, eigentlich, ich bin nach wie vor noch ich selbst. Mach mir immer noch mein Ding für mich. Aber hab mir, sag ich mal, Strukturen angewöhnt. So, dass ich lebe nun mal hier in dem Staat und
ja, musst dich halt auch an gewisse Dinge halten. Und wenn du die gewissen Dinge erfüllst oder so, dann hast du viel mehr Zeit im Nachhinein für dich selber und für deinen Spaß halt und wie auch immer. Lolle legt auch wieder als DJ auf. Ab und zu trifft er Leute, die auf Crystal sind, doch er steht jetzt auf der anderen Seite und das fühlt sich für ihn besser an. Was er sich früher nicht vorstellen konnte, dass er bei seiner Musik genauso kreativ sein kann wie damals auf Crystal. Das kommt peu à peu. Ich kann nicht wie damals auf einen Schlag halten. Das ist ständig wie ein Gutsfahren ständiger. Dann ist es peu à peu. Wenn ich meine kreative Phase habe, setze ich mich halt eine Stunde lang oder zwei Stunden lang vom Rechner und mache halt, entwerfe halt neue Samples, neue Musik und tralala. Und das kommt halt nur Stück für Stück. Und dann lasse ich es halt wirklich nur krachen, wenn ich dann selber am Auflegen bin. Dann ruft es ab. Es ist nicht mehr so, dass es ständig da ist, wie damals auf Crystal, sondern es ist nur abrufbar. Dass er in der ersten Zeit nach der Therapie von Psychologen begleitet wurde, war sehr wichtig. Er hat jetzt eine Selbsthilfegruppe gegründet und will anderen beim Ausstieg beistehen. Auch mit der neuen Arbeitsstelle hatte er Glück. Die Kollegen haben ihn nie wegen seiner Drogenvergangenheit abgelehnt. Eher teilnahmsvoll nachgefragt. Es gibt ein, zwei Kollegen, so mit denen ich schon ein bisschen mehr Kontakt habe. Der einen besucht mich zum Beispiel am Wochenende. Und ja, weil er hat da... Er hat auch mal so was in der Art gehabt wie ich, aber schon ein paar Jahre her und so. Deswegen versteht man sich auch ganz gut. Und wichtig ist für mich halt, es ist ein sehr, 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 sehr kleines Umfeld hier auch, auch von der Arbeit her. Bin dankbar, dass man mir eine Chance gibt, ne? Natürlich. Dass ich hier schrauben kann, macht Spaß. Sieht zwar jetzt nicht so aus, aber es macht extrem viel Spaß und sonst kann man hier machen, meckern, ne? Finde ich geil. Mit seinem Chef hat Lolek von Anfang an offen über seine Sucht gesprochen. Er vertraut ihm. Man guckt ihm schon mal in die Augen, aber ich denke, meiner Ansicht nach hat er, glaube ich, gelernt, worauf es ankommt. Lebensfreude finden, auch ohne die zerstörerische Droge. Nach immerhin 16 Jahren Crystal, das hat Lolek gelernt. Das ist auch Nancys Hoffnung, zu sich selbst zu finden, am liebsten zusammen mit ihrem Freund. Den ersten Schritt dazu hat sie bereits getan. 4 Wochen ohne Drogen in der Klinik. Clean ist sie nicht. Und das Schwerste steht ihr noch bevor. Die Langzeittherapie. Vorher will sie nach Hause, Wäsche waschen, Sachen zusammensuchen. In Oschatz, wo sie seit langem lebt, hat sie bei der Suchtberatung sehr viel Halt und Unterstützung gefunden. Christiane Matthew ist die Frau, die ihr maßgeblich geholfen hat. Ich wollte mich heute verabschieden, mich bedanken für alles. Und wir sehen uns im halben Jahr wieder. Und dann hoffentlich nie wieder so in diesen Zuständen, wie ich war. In alter Frische, okay. Auf neuen Wegen. Okay. Wir werden dich im Herzen behalten. Ja. Bitte. Ich glaube auch schon, dass die Nancy eine ganze Weile konsumiert hat, um überhaupt mit dem Leben klarzukommen, um die ganzen Sachen, die vorgefallen sind, zu verarbeiten. Es wäre jetzt spekulativ, aber vielleicht hätte sie sonst viele Zeiten in ihrem Leben gar nicht überstanden. Und jetzt ist die Zeit reif dazu, die Droge loszulassen und die Sachen, die vorgefallen sind, zu bearbeiten und das letzten Endes auch als Chance zu sehen, trotzdem eine Zukunft zu haben, eine gute Zukunft zu haben und sich nicht immer hinter Vergangenem zu verstecken. Bei Nancy zu Hause wartet schon ihr Freund Sebastian. Während Nancy in der Klinik war, hatte Sebastian einen Rückfall. Ja, ansonsten war nichts Neues, großes, Großartiges, geht nichts so los. Sebastian hat jetzt Angst, dass er es nicht alleine schafft, wenn Nancy für ein halbes Jahr weit weg ist. Nancy will für die Zeit ihrer Therapie einen klaren Plan mit Sebastian machen, der hilft, ihre Beziehung zu retten. Sie hat alles genau aufgeschrieben. Ja. Und das wird halt auch eingehalten, weißt du? Also nicht, dass ich hoffe, dass wir irgendwann so enden wie manche andere Leute, die dann erzählen und sich anrufen und im Endeffekt alles nur schlimm machen. Ich würde niemals die Beziehung beenden wegen dem Rückfall, aber ich möchte, dass er ehrlich ist. Und er muss aber auch damit rechnen, dass ich die Konsequenz dann ist, dass ich halt traurig bin. Das muss er dann auch aushalten, weil ich muss das andere auch aushalten. Und das ist halt kein Grund, seinen Partner zu belügen, sondern solche Sachen sollten offengelegt werden für meine Beziehung. Wenn er seine Freunde belügt, ist mir das scheißegal, weil es sind keine Freunde, aber wenn er mich belügt, dann tut mir das weh. Und dann muss ich endlich mal entscheiden, was er will. So. Ich will aufhören, also mit meiner Frau gleichziehen halt. Ich will sie ja nicht verlieren. Ja, die Gefahr besteht, oder? Ja, definitiv, und es ist schon ganz nah.
Auf jeden Fall tendenziell aufhören. Definitiv nicht weitermachen. Wie ich den Weg nur gehe, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weiß ich nicht. Zurück in der Klinik ist Nancy klar, dass sie ihren Weg zu Ende gehen will. Auch wenn sie ihre große Liebe zuletzt doch noch an die Droge verlieren könnte. Also heißt das, dass deine Beziehung erstmal beendet ist und was sie dann damit macht, weiß ich ja nicht. Also da einfach aufgeben tue ich ihn deswegen trotzdem nicht. Also das soll ich ja wenigstens auch mitkriegen, dass es mir ernst ist. Also wenn die Abmachung eingehalten wird und ich denke, es sind keine schlechten Abmachungen, die ich da treffen will, dann haben wir eine Zukunft, sage ich mal. Wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann muss ich dann wohl einsehen, dass ich dann alleine bin erstmal und alleine meinen Weg mache. So wie das auch tut. Crystal Meth, die gefährlichste synthetische Droge unserer Zeit. Hergestellt aus Erkältungsmitteln, Batteriesäure, Abflussreiniger, macht sie extrem schnell abhängig. Crystal putscht auf, unterdrückt Hunger und Schmerz. Mit Crystal kann man auf einmal alles. Doch dann zerstört Crystal Körper und Seele. Nancy ist seit vielen Jahren süchtig nach Crystal Meth. Jetzt will sie ihr Leben radikal ändern. Alleine oder zusammen mit ihrem Freund Sebastian, ihrer großen Liebe. Denn auch er ist von der Droge abhängig. Die nächsten Wochen werden über ihre Zukunft entscheiden. Für den Kampf gegen die übermächtige Sucht ist Nancy in der Klinik. Nicht zum ersten Mal. Sie war schon clean, ist aber wieder und wieder rückfällig geworden. Wie lange haben Sie es denn damals durchgehalten? Ich habe zwei Jahre clean. Zwei Jahre? Zwei Jahre clean. Hut ab, ziehe ich wirklich einen Hut vor Ihnen? Nancy hat schon viele Rauschmittel ausprobiert. Schließlich landete sie bei Crystal Meth. Damit konnte sie ihre Probleme vergessen. Na, meine persönlichen Schwachpunkte, so sag ich mal. Dinge, die ich nie gelernt habe, Konflikte, die ich nie gelöst habe, die ihn immer wieder einholen. Und wenn man sich immer nur verschließt, kann man nichts lernen und auch nicht lösen und nichts besser machen. Und mein einziger Konfliktlöse-Technik war eigentlich immer zum Drogen zu greifen und zu vergessen, wegzudrücken. Einer Psychologin vertraut sie ihre Drogengeschichte an. Und die begann mit 13. Was konsumieren Sie denn? Also Crystal Meth, dann Marihuana. Ich habe auch schon Heroin konsumiert, ich habe auch Kokain konsumiert. Ich habe das Liquid schon mal konsumiert, aber ich habe das... Hängengeblieben bin ich eigentlich auf dem Crystal und auf dem THC. Zwei Therapien sind bereits gescheitert. Die Drogen haben sie verändert. Das hat sie selbst zunächst gar nicht bemerkt. Wird mir oft gesagt, dass ich aggressiv wirke, dass ich sehr herrisch wirke. Und damit kann ich eigentlich gar nicht anfangen, so. Okay. Gab es irgendeine Droge, wo das besonders auffällig war, dieses Verhalten? Das Kokain. Beim Kokain. Aber das konnte ich nicht so, oder habe ich nicht so viel konsumiert. Und beim Crystal, beim Dauerkonsum beim Crystal auch. Also die Aggressivität zumindest. Nancy fühlte sich als Kind oft als Versager. Sie musste den Haushalt machen, die Hausaufgaben ihrer autistischen Geschwister betreuen, durfte erst spielen, wenn sie alles erledigt hatte. Zuneigung gab es zu Hause selten. Ich habe mich dort nicht wohlgefühlt, nicht angenommen gefühlt und habe dann im Prinzip viel Mist gebaut auch und habe absolut nicht verstanden, warum meine Mutter so reagiert, wie sie reagiert. Habe dann irgendwann mal in der Wut von meiner Mutter eine die Klatsche gekriegt. Das heißt, sie klatscht. Das war schon heftig. Ich bin dann mit dem Kopf gegen den Schrank gefallen, habe schon mein Zeug gepackt und bin gegangen. Und bin dann auch wieder nach Hause. Also die Polizei hat mich nach Hause gebracht und das ging dann ganz schnell. Ich war eine Woche zu Hause und war wieder drauf. Weil man halt wieder mit dem damit nicht klarkommt, dass, was man eigentlich gemacht hat. Also meine Eltern in die Augen gucken ist heute manchmal noch schwer. Vor allem mein Vater. Er hat mich eine Zeit lang, hat er mich angeguckt und angefangen mit weinen. Da war ich auch noch so dünn, war zu Hause dann. Und dass die Angst hatten um mich, hatte ich nie so wahrgenommen, also habe ich nie gesehen. Sie lebte auf der Straße, verliebte sich in einen älteren, auch drogenabhängigen Mann. Mein Freund war mein Kind. Ich musste jeden Tag Zettel schreiben, wenn ich auf Arbeit gegangen bin. Hier, mache das, ansonsten war nichts. Es war nichts erledigt.
Und ich habe das auch mir angenommen. Ich hatte dann, war die Wohnung voll, da haben 13 Mann bei uns Wochenende geschlafen, die habe ich versorgt. Da habe ich halt die Drogen reingepfiffen. Und habe dann, dadurch, dass ich so Bewegungsdrang hatte, habe ich natürlich mich um alle gekümmert. Und das habe ich mir sehr lange mitgenommen. Das habe ich auch heute noch sehr viel. Dass ich mich um andere kümmern tue. Viel, viel mehr wie mich selber. Also ich immer an letzter Stelle. Immer erst die anderen. Und sie ganz zum Schluss. Was erhoffen Sie sich denn davon, wenn Sie das tun, wenn Sie sich kümmern? Anerkennung vielleicht. Diese Liebe, also überhaupt dieses warme Gefühl eigentlich, so dieses Familiengefühl. Diese große Sehnsucht treibt sie an. Nun hat sie die schlimmste Zeit in ihrem Leben vor sich. Lolek ist schon einen Schritt weiter. Er ist 36, kommt aus Zwickau. Dass er sein halbes Leben Drogen genommen hat, sieht man ihm nicht an. 16 Jahre war er von Crystal Meth abhängig, hat damit gedealt. Als DJ legte er in der Techno-Szene auf. Crystal Meth wird hier von vielen als Aufputschmittel genommen. Da ich aber schon immer viel mit elektronischer Musik zu tun hatte, selber Musik gemacht habe und ein Mensch bin, der neugierig ist, habe ich natürlich irgendwann mal mir gedacht, so in der Szene sehe Leute, die sind gut drauf, die halten die ganze Nacht durch und so. Irgendwas muss es an Bewandtnis haben und habe mich immer dagegen gesperrt. Nein, das sind Drogen. Das ist der Tag X kam und mir es nicht angeboten wurde, sondern ich direkt gefragt habe, so, jetzt gib einfach mal so eine Linie her, habe ich gesagt, und ich will es mal probieren. Habe wieder gefragt, was die Wirkung ist oder so, und habe einfach mal eine Bahn genommen. Und ja, so ein anderes Unheil sein Lauf, sage ich mal. Weiß, rein, unschuldig sieht es aus. Crystal Meth. Man kann es rauchen, schnupfen, schlucken, spritzen. Lolek machte es glücklich durch das Dopamin, das im Gehirn ausgeschüttet wird. Er fühlte sich stark. Ich beschreibe das immer so gern mit einem Gardinenvorhang, den man sich vorstellen müsste. Und irgendjemand reißt da dran, es geht sofort zack und die Sonne geht auf. Es ist so auf, zack. Und es wird alles taghell, es wird alles glasklar. Du fängst an, deinen Blick zu öffnen. Man wird sofort unruhig. Es fängt an zu arbeiten in einem. Man wird sehr hyperaktiv. Man hat den Drang, irgendwas tun zu müssen. Was dann, wenn man das weiter konsumiert, auch so weit sich andeutet, dass man die inneren Wünsche, was man vielleicht mal gemacht hat, kann oder was man noch nie gemacht hat, aber es schlummert in einem drin, das fängt man an, dadurch auszuleben und macht aber nichts Produktives dabei. Wie Lolek hat auch Maya erfahren, dass die Droge sie innerlich zerstört. Sie wollte immer in allem perfekt sein, alles unter einen Hut bekommen. Den Job, die Familie, Freunde, Freizeit. Und das ging nur mit Crystal. 3,5 Jahre nahm sie es, täglich. Ich habe meine Ausbildung halt fertig gehabt, habe danach mich noch entschlossen, ein Abitur zu machen. In der Zeit habe ich halt auch meinen Freund kennengelernt, der mich leider geschlagen hat. Und da lief alles nicht so rosig. Habe immer mehr abgenommen. Da hat mich dann auch schon meine Familie darauf angesprochen, aber nur auf das Abnehmen, weil man mir erstmal nicht gesehen hatte. Und dann ist noch meine Tante gestorben, mit der ich ein sehr gutes Verhältnis hatte. Und das hat mich alles sehr fertig gemacht. Dazu kommt halt, dass man halt noch gesungen hat. Also ich singe in einer Band und auch in einem Chor. Und das hat mich alles sehr vereinnahmt. Und deswegen musste ich halt funktionieren. Und dadurch habe ich halt immer mehr Drogen konsumiert. Doch Maya hat gerade noch die Kurve gekriegt. Das war schwer, denn das Schlimme ist, dass die Droge die Selbstwahrnehmung zerstört. Ich habe mich damit auch so erhaben gefühlt. Also ich kann was, was ihr nicht könnt. Ich funktioniere. Ich bin nachts wach. Ich kann das und das schaffen. Und ich kann trotzdem feiern gehen und das sogar richtig gut und kann da tanzen. Ja, ich habe abgenommen extrem, war dünn. Und andere haben schon gesagt, das sieht hässlich aus. Aber ich fand das total toll, total schön. Man hatte diese Aufmerksamkeit. Ich habe damit Auftritte gemacht, ich habe damit gesungen, was mir viel, viel leichter fiel, weil ich danach nicht in so ein Loch gefallen bin. Und ich habe mich da eher erhaben gefühlt und wollte die Droge haben. Und das ist ja teilweise immer noch so in mir drin, dass ich denke, oh, ich will die wieder haben. Weil Christel ist, ja, man nimmt es einmal und man weiß halt, wie das ist. Und man weiß in dem Fall auch, dass es nie wieder was geben wird, was vergleichbar sein wird. Die preisgekrönte amerikanische Kultserie Breaking Bad hat Crystal populär gemacht. In harmlos wirkenden Bildern wird aus einer Wohnmobilküche ein Crystal-Labor. Trotz Ironie und einer gewissen Härte läuft die Serie Gefahr, die Droge auch zu mystifizieren. Jeder Crystal-User von hier bis Timbuktu wird es probieren wollen. Mann, ich muss das antesten. Kult um Crystal? Die Erstkonsumenten werden zumindest immer jünger. So wie in dieser Klinik in der Nähe von Lörrach.
Jugendliche können hier nicht nur clean werden, sondern auch Schulpensum nachholen und einen Abschluss machen. Denn sie sind oft wegen der Droge von der Schule geflogen oder einfach nicht mehr hingegangen. Arthur ist gerade mal 16. 2 Jahre war er auf Crystal. Er stammt aus Zwickau, nahe an der tschechischen Grenze. Von dort kommt ein Großteil der weißen Kristalle. Hier war ich drauf. Das war nachts auf einer Party auf dem Klo. Und hier war ich 11. Das war damals mein bester Freund halt. Und jetzt ist er auch nicht mehr zu retten, glaube ich. Der ist abgestürzt komplett? Ja. Was nimmt der denn? Crystal. Auch? Ja. Und ist aber nicht in der Therapie? Nein. Hat's auch nicht vor. Arthur fuhr regelmäßig über die Grenze nach Tschechien, um für sich und seine Freunde Crystal zu kaufen. Es war ganz einfach. Na, ich bin halt mit dem Zug jeden Tag hingefahren. Also so jeden zweiten Tag. Hab da jedes Mal mindestens 8 Gramm geholt. Bis sie mich dann irgendwann mal erwischt haben. Das war am 25. August mit 7 Gramm. Und dann habe ich vielleicht einen Monat Pause gemacht, jetzt mit, halt, also mit dem Holen dort. Und dann ging es wieder weiter. Ja, ich war zweimal also in der geschlossenen Unterbringung zur Entgiftung halt. Einmal für 9 Wochen, einmal für 12 Wochen. Doch da kam ich raus und da wurde es jetzt nur schlimmer. Also du bist raus und dann sofort? Sofort wieder. Okay. Auch Leon ist gerade erst 16. Und auch er war 2 Jahre von Crystal abhängig, neben anderen Drogen. Ja, ich bin auch noch da. Ich bin auch noch da. Leons Mutter wollte ihn immer davon abhalten. Schwierig. Auch sie nimmt Drogen. Leon fühlte sich allein, einsam. Wie ich es mir erzählt habe, das erste Mal habe ich die Bankkarte von meiner Mutter genommen. Habe dann den Lohn am Anfang des Monats abgehoben. Und so habe ich es mir am Anfang finanziert. Was hat deine Mutter dazu gesagt? Ja, sie war nicht gerade begeistert davon. Und dann hat sie auch erfahren, dass ich angefangen habe zu kiffen und so. Aber das mit dem Crystal hat sie erst so am 15. Geburtstag eigentlich so erfahren. Und wie hat sie reagiert? Nicht gut. Also sie war schockiert so. Aber sie konnte mich nicht daran hindern. Sie hat immer gesagt, mach's nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und irgendwann hat sie es einfach aufgegeben. Er kam direkt aus der Haft hier an. Und ich habe dann ihn noch gefragt, ob er denn jetzt sein Gepäck irgendwo hätte. Weil normalerweise verschließen wir das in extra Räume und wo denn sein Gepäck sei. Und dann wies er auf eine kleine Jute-Tasche. Und in dieser Jute-Tasche, die halb voll war, befand sich sein komplettes Eigentum. Das war alles. Leon nahm nicht nur Crystal. Er trank auch Alkohol und suchte oft Streit. Wegen gefährlicher Körperverletzung war er in Haft. Es ist mir in der Haft einfach alles klar geworden, wo ich klar im Kopf war, dass ich eigentlich alles so in meiner Jugend kaputt gemacht habe durch die Droge und ich es eigentlich überhaupt gar nicht will. Wenn ich so sehe, ich habe 2,5 Wochen noch offen, ich könnte jetzt schon wieder längst draußen sein, um mich mit der Droge zu pumpen. Und ich will es einfach nicht, weil ich weiß, was mit Menschen anrichtet und das ist nicht schön, echt nicht. So, und ich mache es auch für mich und jetzt auch für meine Großeltern und so, weil ich danach zu denen gehe wieder, auch von ganz Umgebung neu. Und wie viel Unterstützung erfährst du im Moment von deiner Mutter? Ja, das ist, seitdem ich in Haft gekommen bin, sie ist verschwunden. Also keiner weiß, wo sie ist. Sie ist untergetaucht, sie geht nicht ans Handy. Einfach weg, aus der Wohnung abgehauen, nirgendwo angemeldet. So, ich weiß auch nicht. Ist auch eine Sache, die mich ein bisschen runterzieht. Es ist vielleicht auch eine Droge der Zeit. Es ist in der heutigen Zeit für Jugendliche oft schwer, so einen Platz in der Gesellschaft zu finden, wo sie Anerkennung bekommen, wo sie Zuwendung bekommen, wo es ihnen gut geht, wo sie so merken, da ist mein Platz, da gehöre ich hin. Und so in dieser Zeit ist es dann auch eine Droge, die genau diese Gefühle auch sehr stark vermittelt. Ja, wo man über Probleme hinweggeht, wo Probleme eigentlich keine Rolle mehr spielen. Und diesen Zustand hätten sie ja gern mal. Und es betrifft ja vor allen Dingen auch Jugendliche, die diesen Zustand eben nicht so leicht erreichen können, die Mühe haben, Anerkennung zu finden, Zuwendung zu finden, gute Freunde zu finden. Die versuchen das dann eher über diese Droge. Um zu verhindern, dass sich die Droge in Deutschland ausbreitet, verfolgt die Polizei in Grenznähe jedes Auto, das Verdacht erweckt. Was ist jetzt hier die Vermutung bei den Taxi-Insassen? Dass er sich rübergefahren hat, was drüben gekauft hat und dass er jetzt zurückfährt irgendwo. Fehlanzeige, keine Drogen. Die Frau hat allerdings schon Erfahrung mit Crystal.
Ich habe erst gar nichts gemerkt, dann habe ich noch eine Line gezogen, wieder nichts gemerkt, weil ich habe Wunder, wie viel Wirkung erwartet und da ist gar nichts passiert. Und nach 3 Lines dann habe ich aufgehört, weil ich gemerkt habe, es bringt mir nichts. Dann bin ich am nächsten Tag heimgefahren, nichts geschlafen und es ging dann 3 Tage so weiter. Nicht geschlafen, nicht gegessen, gekotzt und völlig durch den Wind gewesen. Und seitdem nie sagen wieder, Sie? Nie wieder. Das war das Schlimmste, was ich jemals durchgemacht habe, die schlimmsten 4 Tage in meinem Leben. Die Konsumenten haben sich auf die Kontrollen eingestellt. Die Polizisten kennen viele aus der Umgebung, die jeden Tag direkt auf den Asiamärkten Crystal nehmen. Gibt es Crystal zu kaufen in Tschechien jetzt momentan? Ja, schon. Ja. Und sehr leicht momentan auch bei den vietnamesischen Märkten zu haben, oder? Ja, auch. Susanna stammt aus Tschechien, lebt in Deutschland. Die dreifache Mutter ist seit 8 Jahren auf Crystal. Sie will unerkannt bleiben. Es wird dich jetzt eine Kollegin durchsuchen. Ich schaue mir deine Tasche an. Du gehst dann mit der Kollegin in den anderen Raum und dann machen wir die Durchsuchung, okay? Ja. Gut. Markus, gehst du mit dir? Also ich bringe dich rüber. Die Beamten finden immer seltener etwas. Die Verstecke werden immer raffinierter. Crystal ist eigentlich ein relativ kleines Produkt und deswegen kann es in kleinsten Sachen versteckt werden. Auch diese Lippenstifte sind schon als Schmuckversteck aufgefallen. Natürlich alle anderen Behältnisse, die geeignet sind, etwas zu verstecken. Und werden die Konsumenten da immer erfindungsreicher, oder? Die sind immer erfindungsreicher. Es gibt also nichts, was nicht schon ausprobiert worden ist. Gerade Kosmetikartikel in Cremes, in Ketchupflaschen, in Puderdosen, alles wird verwendet. Konrad, ja. Durchsuchung war negativ, also so wie wir es auch vermutet haben. Okay. Konsum in Tschechien, okay. Nichts dabei. Gut, ich habe auch nichts gefunden. Dann schicken wir es weiter. Ja. Wie schnell warst du davon abhängig? Ganz schnell, wenn haben sie Probleme und Stress und wichtige psychische Probleme, dann ist es ganz leichter. In dieser Zeit, ich habe mit meinem Freund getrennt und ich war mit ihm 9 Jahre. Das war lange Zeit und für mich war nicht leicht und ich bin nicht stolz auf diese Sache. Mhm. Die Polizisten geben den Abhängigen Adressen von Beratungsstellen und Kliniken. Viele gehen erst dorthin, wenn sie keinen Ausweg mehr wissen. Crystal überschwemmt den deutschen Markt. Doch immer weniger kommt über die Grenze. Vieles über Häfen, Flughäfen oder sogar per Post. Die weichen uns aus. Aber der Druck in die anderen Grenzübergänge wird jetzt auch immer verstärkt. Soweit es personell für uns machbar ist natürlich. Und auch mit Absprachen mit dem Zoll, dass die auch kontrolliert werden. Und wir können eigentlich nur eins machen, den Druck aufrechterhalten. Und somit versuchen, möglichst viel abzuschrecken. Nancy will weg von Crystal. In der Klinik hat sie das Gefühl, es zu schaffen. Heute ist ihr Freund Sebastian zu Besuch. Nach 2 Wochen, in denen sie sich nicht gesehen haben. Sebastian war wieder rückfällig, hat sich nicht gemeldet, sich geschämt. Das Vertrauen ist beschädigt. Viel haben die beiden in den letzten Jahren schon zusammen durchgemacht. Was klappt da wieder, oder? Ich muss definitiv aufhören. Ich bin 31 Jahre jetzt alt und körperliche Verfassung, denke ich, ist so gefühlt 55. Und von daher gibt es gar keine andere Wahl. Nur, ich habe schon mal eine Langzeit gemacht, bin dann nach 2 Jahren wieder rückfällig geworden, peu à peu wieder bis zum absoluten Tiefpunkt, der jetzt gerade wieder vorherrscht. Ja, was ich aus meinen ganzen Jahren so sagen kann, ist wirklich das, wo ich jetzt angekommen bin beim Crystal, das ist wirklich die schlimmste Droge der Welt. Die allerschlimmste Droge der Welt. Heroin ist, ich will nicht sagen, eine Kopfschmerztablette, aber so in diese Richtung, kann man schon sagen. Als beide mal zwischendurch clean waren, hatte Nancy das Gefühl von Liebe, Anerkennung, Familie. Das Gefühl, das sie seit ihrer Kindheit so sehr vermisst. Also ich liebe die Menschen wahnsinnig toll. Er mich auch. Das weiß ich auch. Das spürt man auch. Aber wir stehen uns selber so sehr am Weg. Und also ob die Beziehung das übersteht, weiß ich gar nicht. Alles. Wir haben jetzt gerade Generalprobe. Also wenn ich jetzt hier bin, ist Generalprobe für die Zeit, wenn ich gar nicht da bin. Und so wie es jetzt aussieht, also wenn er selber nicht geht, wird es nichts. Also es ist nicht so, dass er jetzt zu Hause sich die Birne wegkotzt. Er macht es eben nicht. Aber das bringt halt diese ganz anderen Probleme mit sich. Und dass er immer Panikattacken kriegt und sich alleine fühlt. Und
Will mich aber auch nicht belasten, deswegen erzählt es mir aber nicht. Ich erfahre es aber trotzdem von der Mutti, von ihm. Wir reden ja auch offen über alles. Und ja, also entweder macht er was oder er ist alleine. Und ich auch. Sie wollte immer alles im Griff haben, immer da sein für andere, für ihre Familie, in der Schule und im Beruf funktionieren. Maja war damit restlos überfordert. Das Einzige, was ihr half, war Crystal Meth. In der Fontane-Klinik in Südbrandenburg geht sie diesen übersteigerten Anforderungen auf den Grund. Für die weißen Kristalle ist sie nachts nach dem Job zu ihrem Dealer gefahren. 2 Stunden pro Strecke. Nachts um 3. Ich habe mir das geholt von Cottbus da unten und meine Eltern wussten das nicht. Da hatte ich natürlich nie Zeit, zu denen zu kommen, aber für Christel war das natürlich, hat mich gefreut, da war Zeit dafür, das zu holen. Und dann, wie gesagt, runtergefahren, das Zeug geholt, wieder nach Potsdam gefahren und dann sofort was genommen natürlich. Morgen. Morgen. Lolek, der gelernte Zweiradmechaniker, hat 16 Jahre mit Christel auf der Überholspur gelebt. Jedes Mal, wenn er was genommen hatte, war die Müdigkeit weg und die Glücksgefühle waren da. Dafür brauchte er schließlich 1,5 Gramm Crystal pro Tag. Am Ende hatte er Halluzinationen. Ich hatte nach 3 Tagen wach, auch auf Crystal noch, hat der Körper sich so gemeldet, ich habe eine Rauffasertapete geschaut und es hat sich bewegt. Also es waren wie Ameisen. Ich bin auf der Autobahn Auto gefahren. Ich habe von links nach rechts sofort jemanden laufen sehen, da war aber keiner da. Hat mich auch nicht erschrocken darüber. Crystal griff seine Zähne an. Seine Haut entzündete sich. Er hatte keinen Hunger oder Durst. Es gibt dann dieser Tag, wo ich dann doch noch runterkomme, weil entweder ist dann der Stoff alle gewesen oder also der Körper war dann doch mächtiger und ist dann müde geworden. Dann hat man gegessen, aber dann war das halt so ein alles, was da war, irgendwie Leinstopfen bloß schnell. So, entweder hat man danach wieder weitergezogen oder man ist dann eingeschlafen, dann wurde halt gegessen. Ansonsten ich esse doch schon mal 7 Tage ohne Essen, aber das ist dir nicht bewusst. Du hast so viel zu tun, du bist nur am Machen, am Mehren, es klatscht die ganze Zeit. Um an Crystal zu kommen, fuhr Lolek damals regelmäßig von Zwickau nach Tschechien mit der Bahn. Da kann man sich ein Tagesticket kaufen, nach Krasnitscha, steigt man da einfach ein, fährt dort tuk, schön hin, holt dort sein Kremlein, setzt sich wieder in die Bahn zur nächsten und fährt mit der zurück, nachdem man das natürlich vorher gut verstaut, versteckt, wie auch immer hat. Und fährt wieder zurück, direkt in die City von Zwickau. Dann hat man seinen Stoff im Prinzip für, sagen wir mal, das Gramm 12 bis 13 Euro und die Fahrkarte 7 Euro. Man muss ja nicht mal Geld mitnehmen heutzutage. Das war eine Zeit lang, da hast du einen Laptop mitgenommen, da hast du ein Fahrrad mitgenommen oder irgendwas. Das sind direkt auf dem Markt umgetauscht worden halt. Beim Auflegen war Lolek extrem kreativ. Vor jedem Gig hat er sich erstmal eine Line reingezogen. Während ich Musik gemacht habe, habe ich hier nebenbei jemanden von der Tanzfläche gezogen und sag mal, hast du nicht irgendein geiles Lied bei dir auf dem Handy, was du mir mal schickst, als MP3, wie jetzt sofort? Ich sage, ja, dann gibt's ja sofort mit in dieses Set mit eingearbeitet habe, einfach so aus Ideen raus. Und das hat's mit mir gemacht. Also, da ging richtig der Kopf auf, das hat die Leute auch gemuckt, das haben die mitgekriegt so. Und das hat mich dann noch mehr angetrieben halt so. Deswegen konnte ich nicht aufhören mit dem Zeug. Die Anerkennung, die Glücksgefühle. Alles können, alles schaffen. Das macht die Wirkung von Crystal so fatal und den Ausstieg so extrem schwer. Das waren dann so am Ende der soziale Abstieg, ist klar. Dann körperliche Beschwerden, also, die dann sagen, wenn du so weitermachst, schaffst du keinen 16 Jahre nochmal. Und dann ist ziemlich viel auch eingebrochen, man war kriminell. Es hat sich dann immer mehr gehäuft und dann irgendwann mal war man nicht mehr so sicher mit seinem, was man gemacht hat. Das heißt, man hat Fehler gemacht. Dann kamen immer mehr so die Gerichtsbarkeiten, die dann Nachläufer waren. Und das ist einfach zu viel geworden. Also wenn ich jetzt nicht hier sofort, dann verbringe ich mein Leben lang nur noch wahrscheinlich im Knast. Und das alles nur, weil ich 16 Jahre Spaß hatte. Lolek und Maja sind in der Klinik ein Paar geworden und haben den Ausstieg zusammen geschafft. Es gelingt nur 30% aller Patienten, die überhaupt eine Therapie machen. Viele werden sofort wieder rückfällig. Für beide kommt es nun darauf an, auch im Alltag ohne Drogen auszukommen. Trotz verschärfter Kontrollen, noch immer schmuggeln Konsumenten die Droge im Zug zum Eigenbedarf. So wie dieser Verdächtige. Ja.
Doch auch der Eigenbedarf ist in Deutschland verboten. Haben Sie Alkohol konsumiert? Mehr als ein oder zwei Bier? Nein. Haben Sie Drogen konsumiert? Betäubungsmittel? Wir haben an dem Platz, an dem er gesessen hat, in dem Zugabteil, in einer Nachsuche Betäubungsmittel gefunden, Crystal Speed und Bissi Marihuana. Verpackt war das zum einen da in dieser Zigarettenschachtel, also es hat auch schon Müll, der dort abgelegt worden ist, im Bereich der hinteren Lehne. Und in dieser Zigarettenschachtel ist also nur eine Zigarette drin und da war eben dieses Crystal mit drin. Nach einer Fahndungsabfrage ist der Reisende bereits einschlägig mit Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten, der ist bereits einmal wegen Betäubungsmittel rechtskräftig verurteilt. Es ist jetzt die Frage, oder wir prüfen im Moment gerade über die Einsatzzentrale, ob eine Bewährungsstrafe offen ist. Sollte die sein, dass die Bewährungsauflage ist, kein Kontakt mit Betäubungsmitteln, je nachdem, was man da hergibt, könnte es sein, dass die Bewährung widerrufen wird. Das ist Klischee. Dachim? Der Beschuldigte wird demnächst wegen versuchter Einfuhr von Drogen angeklagt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Aufgriffe von Crystal Meth durch Zoll und Polizei sind in den letzten Jahren extrem angestiegen. 2009 wurden 7 Kilogramm gefunden, 2013 bereits 77 Kilogramm im Wert von über 5 Millionen Euro. Dabei ist Crystal nicht neu. Im Zweiten Weltkrieg spornte Pervitin, auch Hitlers Panzerschokolade genannt, Soldaten zum Durchhalten an und sollte ihnen die Angst nehmen. In Tschechien wird es seit den 70er Jahren hergestellt. Auf den Vietnamesenmärkten an der Grenze zu Deutschland bekommt man die weißen Kristalle ganz leicht. Crystal ist viel billiger als andere Drogen. Wir machen den Versuch mit versteckter Kamera. Zuerst wird uns ein Pullover angeboten. Dann fragen wir, hast du Crystal? Keine Antwort. Wir fragen nach. Ja, Crystal. Wie viel kostet es? Gute Qualität, sagt der Mann. 1 Gramm 50 Euro. In Tschechien ist der Besitz bis zu 1,5 Gramm eine Ordnungswidrigkeit. Aktuell sind 30.000 Tschechen davon abhängig. 2012 wurden nach offiziellen Angaben 5,9 Tonnen konsumiert. Die tschechische Polizei kämpft seit Jahren vehement gegen Dealer- und Händlerringe, so wie hier 2011 in der Operation Mercato, einer groß angelegten Razzia auf einem Vietnamesenmarkt. Dabei wurden 600 Gramm Crystal gefunden, die Dealer abgeschreckt und der Verkauf von weiteren 20 bis 30 Kilogramm verhindert. 2012 wurden 300 Drogenlabore ausgehoben. Doch es ist ein schwieriger Kampf, denn Crystal-Küchen gibt es oft in Privatwohnungen. Man braucht keine Technik. Und die Rezeptur findet man sogar im Internet. Das Hauptziel unserer Bemühungen sind gerade die Laboren, das heißt die Quellen für die Methamphetaminproduktion. Wir versuchen immer mehr und auch aufgrund der besseren Kontakte oder der Verbesserung der Kontakte mit den Kollegen aus Deutschland immer mehr Erkenntnisse zu den Laboren zu bekommen und natürlich die dann aufzuheben. Das Trend in den zwei letzten Jahren war, dass die Produktionskapazität der Labore gestiegen ist. Wir haben im Jahr 2012 die höchste Menge von Methamphetamin sichergestellt in der Geschichte der tschechischen Polizei. Auch Kevin aus Sonthofen in Bayern hat sich seinen Stoff aus Tschechien besorgt. 2 Jahre war er auf Crystal. In der Klinik bei Lörrach lernt er nun, in einen Alltag ohne Drogen zu finden. Kevin, hier in der Wäscherei, was hat das denn mit deiner Therapie zu tun? Dass ich wieder lerne, richtig arbeiten zu gehen. Ja. Wie war es denn vorher? Ja, meistens verschlafen, verbrannt. Da halt dann total drauf zur Arbeit gekommen. Ja. Und wie ist das mit der Disziplin? Ich meine, du bist jetzt seit letzter Woche hier. Wie viele haben Probleme mit der Disziplin? Ja, ich auch noch. Muss erst noch wieder reinkommen. Wie machst du das? Üben. Üben, üben, üben. Hilft nichts. Muss ja wieder reinkommen im Alter. Ja, genau in der Mitte. Kevin kam mit dem Stiefvater und dann auch mit der Mutter nicht zurecht. Da war er 16. Meine Mutter ist weggezogen. Ja, und dann ging es los. Und jetzt auch nicht gerade so nah weg, dass man direkt mal hinfahren kann, sondern Australien. Das ist dann schon ein Stück weit und dann bin ich halt total abgesumpft. Ich habe mich halt einsam verlassen gefühlt und dann, weiß nicht, Crystal, hat mir halt so ein Gefühl von Stärke immer wieder gegeben. Ja, es war, irgendwie war die Droge immer für mich da, hat mich nie im Stich gelassen oder irgendwas. Für sich und seine Freunde ist er regelmäßig mit dem Auto auf die tschechischen Vietnamesenmärkte gefahren. Er wurde nie erwischt und auch er konnte nicht mehr aufhören. Ich habe mich gefühlt, wie wenn ich alles könnte, wenn ich Bäume aus Dresden tät, alles. Fühlt sich unbeschreiblich. Ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Fühlt sich einfach, wie wenn du der König der Welt wärst, wie wenn alles könntest. Und dann aber das Runterkommen, schlimmer dann das Schlimmste. Das
Ich weiß nicht, kannst du mit keiner anderen Droge wie Schreibens runterkommen? Schon einiges durch. In der Therapie lernen Arthur, Leon und Kevin, sich wieder an geregelte Tagesabläufe zu gewöhnen. Strukturen, die sie auf Crystal verloren haben. Dabei hilft die Arbeit in der Küche. Und auch vieles andere können sie hier nachholen. Die meisten Jugendlichen, die hierher kommen, sind mit 10, 11, haben die angefangen, Drogen zu konsumieren. Das heißt, ich sage oft salopp, die sind vom Lego-Spielen auf die Szene. Da hat sich gar kein jugendliches Leben entwickelt, wo wir normalerweise in dem Alter vielleicht so Freizeitinteressen entwickeln, auch vielleicht eher erwachsenere Freizeitinteressen entwickeln. Das ist alles gar nicht mehr da. Und da schaffen wir Übungsräume, dass sie das mal wieder erleben können, dass sie da mal sehen, ah ja, so ist das, wenn ich Volleyball spiele, so ist das, wenn ich dieses mache, jenes mache. Das ist doch auch ganz toll, wenn ich irgendwo klettern gehe oder Kanu fahren oder Fahrrad fahren, also ganz simpel. Und davon können sie dann vieles übernehmen. Und es hat was von Nachreifung. Geholfen hat es den dreien nicht. Leon, Kevin und Arthur haben ihre Therapie Kurzserisäure Abflussreiniger. Macht sie extrem schnell abhängig. Crystal putscht auf, unterdrückt Hunger und Schmerz. Mit Crystal kann man auf einmal alles. Doch dann zerstört Crystal Körper und Seele. Nancy ist seit vielen Jahren süchtig nach Crystal Meth. Jetzt will sie ihr Leben radikal ändern. Alleine oder zusammen mit ihrem Freund Sebastian, ihrer großen Liebe. Denn auch er ist von der Droge abhängig. Die nächsten Wochen werden über ihre Zukunft entscheiden. Für den Kampf gegen die übermächtige Sucht ist Nancy in der Klinik. Nicht zum ersten Mal. Sie war schon clean, ist aber wieder und wieder rückfällig geworden. Wie lange haben Sie es denn damals durchgehalten? Ich glaube, zwei Jahre clean. Zwei Jahre clean. Hut ab, ziehe ich wirklich einen Hut vor Ihnen? Nancy hat schon viele Rauschmittel ausprobiert. Schließlich landete sie bei Crystal Meth. Damit konnte sie ihre Probleme vergessen. Na, meine persönlichen Schwachpunkte, so sage ich mal. Dinge, die ich nie gelernt habe, Konflikte, die ich nie gelöst habe, die ihn immer wieder einholen. Und wenn man sich immer nur verschließt, immer nichts landen, auch nicht lösen und nichts besser machen. Und mein einziger Konflikt löse, Technik war eigentlich immer zu Drogen zu greifen und zu vergessen, wegzudrücken. Einer Psychologin vertraut sie ihre Drogengeschichte an. Und die begann mit 13. Was konsumieren Sie denn? Also Crystal Meth, dann Marihuana. Ich habe auch schon Heroin konsumiert, ich habe auch Kokain konsumiert. Ich habe das Liquid schon mal konsumiert, aber ich habe das... Hängengeblieben bin ich eigentlich auf dem Crystal und auf dem THC. Zwei Therapien sind bereits gescheitert. Die Drogen haben sie verändert. Das hat sie selbst zunächst gar nicht bemerkt. Wird mir oft gesagt, dass ich aggressiv wirke, dass ich sehr herrisch wirke. Und damit kann ich eigentlich gar nicht anfangen, so ich. Okay. Gab es irgendeine Droge, wo das besonders auffällig war, dieses Verhalten? Das Kokain. Beim Kokain. Aber das konnte ich nicht so, oder habe ich nicht so viel konsumiert. Und beim Crystal, beim Dauerkonsum beim Crystal auch. Also die Aggressivität zumindest. Nancy fühlte sich als Kind oft als Versager. Sie musste den Haushalt machen, die Hausaufgaben ihrer autistischen Geschwister betreuen, durfte erst spielen, wenn sie alles erledigt hatte. Zuneigung gab es zu Hause selten. Ich habe mich nicht wohlgefühlt, nicht angenommen gefühlt und habe dann im Prinzip viel Mist gebaut auch und habe absolut nicht verstanden, warum meine Mutter so reagiert, wie sie reagiert. Habe dann irgendwann mal in der Wut zu meiner Mutter eine die Klatsche gekriegt, dass ich sie klatscht. Das war schon heftig, ich bin dann mit dem Kopf gegen den Schrank gefallen und habe Scheinzeug gepackt und bin gegangen. Und bin dann auch wieder nach Hause, also die Polizei hat mich nach Hause gebracht und das ging dann ganz schnell. Ich war eine Woche zu Hause und war wieder drauf. Weil man halt wieder mit dem, damit nicht klarkommt, dass, was man eigentlich gemacht hat. Also meinen Eltern in die Augen gucken ist heute manchmal noch schwer. Vor allem mein Vater. Der hat mich eine Zeit lang, hat er mich angeguckt und angefangen mit weinen. Dann war ich noch so dünn mal zu Hause dann. Und dass die Angst hatten um mich, hatte ich nie so wahrgenommen, also habe ich nie gesehen. Sie lebte auf der Straße, verliebte sich in einen älteren, auch drogenabhängigen Mann. Mein Freund war mein Kind. Ich musste jeden Tag Zettel schreiben, wenn ich auf Arbeit gegangen bin. Hier, mache das. Ansonsten war nichts. Es war nichts erledigt. Und ich habe das auch mir angenommen. War die Wohnung voll, da haben 13 Mann bei uns Wochenende geschlafen, die habe ich versorgt. Da habe ich halt die Drogen reingepfiffen. Und habe dann, dadurch, dass ich so Bewegungsdrang hatte, habe ich natürlich mich um alle gekümmert. Und das habe ich mir sehr lange mitgenommen, das habe ich auch heute noch sehr viel, dass ich mich um andere kümmern tue. Viel, viel mehr wie mich selber. Also ich immer an letzter Stelle. Immer erst die anderen.
gehen Sie ganz zum Schluss. Was erhoffen Sie sich denn davon, wenn Sie das tun, wenn Sie sich kümmern? Anerkennung vielleicht. Diese Liebe, also überhaupt diese, dieses warme Gefühl eigentlich, so diese das Familiengefühl. Diese große Sehnsucht treibt sie an. Nun hat sie die schlimmste Zeit in ihrem Leben vor sich. Lolek ist schon einen Schritt weiter. Er ist 36, kommt aus Zwickau. Dass er sein halbes Leben Drogen genommen hat, sieht man ihm nicht an. 16 Jahre war er von Crystal Meth abhängig, hat damit gedealt. Als DJ legte er in der Techno-Szene auf. Crystal Meth wird hier von vielen als Aufputschmittel genommen. Da ich aber schon immer viel mit elektronischer Musik zu tun hatte, selber Musik gemacht habe und ein Mensch bin, der neugierig ist, habe ich natürlich irgendwann mal mir gedacht, so in der Szene, ich sehe Leute, die sind gut drauf, die halten die ganze Nacht durch und so. Irgendwas muss es auch ein Bewandtnis haben und habe mich immer dagegen gesperrt. Nein, das sind Drogen, das sind Drogen. Das sind der Tag X kam und ich mir es nicht angeboten wurde, sondern ich direkt gefragt habe, so, jetzt gib einfach mal so eine Linie her, wie gesagt, und ich will es mal probieren. Habe wieder gefragt, was die Wirkung ist oder so, und habe einfach mal eine Bahn genommen. Und ja, so nahm das Unheil seinen Lauf, sag ich mal. Weiß, rein, unschuldig sieht es aus. Crystal Meth. Man kann es rauchen, schnupfen, schlucken, spritzen. Lolek machte es glücklich durch das Dopamin, das im Gehirn ausgeschüttet wird. Er fühlte sich stark. Ich beschreibe das immer so gern mit einem Gardinenvorhang, den man sich vorstellen müsste. Und irgendjemand reißt da dran und es geht sofort zack und die Sonne geht auf. Es geht so auf, zack. Und es wird alles taghell, so alles glasklar. Du fängst an, deinen Blick zu öffnen. Man wird sofort unruhig. Es fängt an zu arbeiten in einem. Man wird sehr hyperaktiv. Man hat den Drang, irgendwas tun zu müssen. Was dann, wenn man das weiter konsumiert, auch so weit sich andeutet, dass man die inneren Wünsche, was man vielleicht mal gemacht hat, kann. Oder was man noch nie gemacht hat, aber es schlummert in einem drin, das fängt man an, dadurch auszuleben. Und macht aber nichts Produktives dabei. Wie Lolek hat auch Maya erfahren, dass die Droge sie innerlich zerstört. Sie wollte immer in allem perfekt sein, alles unter einen Hut bekommen. Den Job, die Familie, Freunde, Freizeit. Und das ging nur mit Crystal. 3,5 Jahre nahm sie es, täglich. Ich habe eine Ausbildung halt fertig gehabt, habe danach mich noch entschlossen, ein Abitur zu machen. In der Zeit habe ich halt auch meinen Freund kennengelernt, der mich leider geschlagen hat. Und da lief alles nicht so rosig. Habe immer mehr abgenommen, da hat mich dann auch schon meine Familie darauf angesprochen, aber nur auf das Abnehmen, weil man mehr erstmal nicht gesehen hatte. Und dann ist noch meine Tante gestorben, mit der ich ein sehr gutes Verhältnis hatte und das hat mich alles sehr fertig gemacht. Dazu kommt halt, dass man halt noch gesungen hat, also ich singe in einer Band und auch in einem Chor und das hat mich alles sehr vereinnahmt und deswegen musste ich halt funktionieren und dadurch habe ich halt immer mehr Drogen konsumiert. Doch Maya hat gerade noch die Kurve gekriegt. Das war schwer, denn das Schlimme ist, dass die Droge die Selbstwahrnehmung zerstört. Ich habe mich damit auch so erhaben gefühlt. Also ich kann was ihr nicht könnt. Ich funktioniere. Ich bin nachts wach. Ich kann das und das schaffen. Und ich kann trotzdem feiern gehen und das sogar richtig gut und kann da tanzen. Ja, ich habe abgenommen extrem, war dünn und andere haben schon gesagt, das ist hässlich aus. Aber ich fand das total toll, total schön. Man hatte diese Aufmerksamkeit. Ich habe damit Auftritte gemacht, ich habe damit gesungen, was mir viel, viel leichter fiel, weil ich danach nicht in so ein Loch gefallen bin. Und ich habe mich da eher erhaben gefühlt und wollte die Droge haben. Und das ist ja teilweise immer noch so in mir drin, dass ich denke, oh, ich will die wieder haben. Weil Christel ist, ja, man nimmt es einmal und man weiß halt, wie das ist. Und man weiß in dem Fall auch, dass es nie wieder was geben wird, was vergleichbar sein wird. Die preisgekrönte amerikanische Kultserie Breaking Bad hat Crystal populär gemacht. In harmlos wirkenden Bildern wird aus einer Wohnmobilküche ein Crystal-Labor. Trotz Ironie und einer gewissen Härte läuft die Serie Gefahr, die Droge auch zu mystifizieren. Jeder Crystal-User von hier bis Timbuktu wird es probieren wollen. Mann, ich muss das antesten. Kult um Crystal? Die Erstkonsumenten werden zumindest immer jünger. So wie in dieser Klinik in der Nähe von Lörrach. Jugendliche können hier nicht nur clean werden, sondern auch Schulpensum nachholen und einen Abschluss machen. Denn sie sind oft wegen der Droge von der Schule geflogen oder einfach nicht mehr hingegangen. Arthur ist gerade mal 16. 2 Jahre war er auf Crystal. Er stammt aus Zwickau, nahe an der tschechischen Grenze. Von dort kommt ein Großteil der weißen Kristalle. Hier war ich drauf. Es war nachts auf einer Party auf dem Klo.
Und hier war ich 11. Das war damals mein bester Freund halt. Und jetzt ist er auch nicht mehr zu retten, glaube ich. Der ist abgestürzt komplett? Ja. Was nimmt der denn? Fissel. Auch? Ja. Und ist aber nicht in der Therapie? Nein. Hat's auch nicht vor. Arthur fuhr regelmäßig über die Grenze nach Tschechien, um für sich und seine Freunde Crystal zu kaufen. Es war ganz einfach. Na, ich bin halt mit dem Zug jeden Tag hingefahren. Also so jeden zweiten Tag. Hab da jedes Mal mindestens 8 Gramm geholt. Bis sie mich dann irgendwann mal erwischt haben. Das war am 25. August mit 7 Gramm. Und dann habe ich vielleicht einen Monat Pause gemacht, jetzt mit halt also mit dem Holen dort. Und dann ging es wieder weiter. Ja, ich war zweimal also in der geschlossenen Unterbringung zur Entgiftung halt. Einmal für 9 Wochen, einmal für 12 Wochen. Doch da kam ich raus und da wurde es jetzt nur schlimmer. Also du bist raus und dann sofort? Sofort wieder. Okay. Auch Leon ist gerade erst 16. Und auch er war 2 Jahre von Crystal abhängig, neben anderen Drogen. Ja, ich bin auch noch da. Ich bin auch noch da. Leons Mutter wollte ihn immer davon abhalten. Schwierig. Auch sie nimmt Drogen. Leon fühlte sich allein, einsam. Ich finanzierte das erste Mal, habe ich die Bankkarte von meiner Mutter genommen. Habe dann den Lohn am Anfang Monat abgehoben und so habe ich mir am Anfang finanziert. Was hat deine Mutter dazu gesagt? Ja, sie war nicht gerade begeistert davon. Ne? Und dann hat sie auch erfahren, dass ich angefangen habe zu kiffen und so. Aber das mit dem Crystal hat sie erst so am 15. Geburtstag eigentlich so erfahren. Und wie hat sie reagiert? Nicht gut. Also sie war halt schockiert so. Aber sie konnte mich nicht dran hindern. Sie hat immer gesagt, mach's nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und irgendwann hat sie es einfach aufgegeben. Er kam direkt aus der Haft hier an und ich habe dann ihn noch gefragt, ob er denn jetzt sein Gepäck irgendwo hätte, weil normalerweise verschließen wir das in extra Räume und wo denn sein Gepäck sei. Und dann wies er auf eine kleine Jute-Tasche und in dieser Jute-Tasche, die halb voll war, befand sich sein komplettes Eigentum. Das war alles. Leon nahm nicht nur Crystal, er trank auch Alkohol und suchte oft Streit. Wegen gefährlicher Körperverletzung war er in Haft. Es ist mir in Haft einfach alles klar geworden, wo ich klar im Kopf war, dass ich eigentlich alles so in meiner Jugend kaputt gemacht habe durch die Droge und ich es eigentlich überhaupt gar nicht will. Wenn ich so sehe, ich habe 2,5 Wochen noch offen, ich könnte jetzt schon wieder längst draußen sein und mit der Droge zupumpen. Und ich will es einfach nicht, weil ich weiß, was mit Menschen anrichtet und das ist nicht schön, echt nicht. So, und ich mache es auch für mich und jetzt auch für meine Großeltern und so, weil ich danach zu denen gehe wieder, auch von ganz Umgebung neu. Und wie viel Unterstützung erfährst du im Moment von deiner Mutter? Ja, das ist, seitdem ich in Haft gekommen bin, sie ist verschwunden. Also keiner weiß, wo sie ist. Sie ist untergetaucht, sie geht nicht ans Handy. Einfach weg, aus Drogen abgehauen, nirgendwo angemeldet. So, ich weiß auch nicht. Ist auch eine Sache, die mich ein bisschen runterzieht. Es ist vielleicht auch eine Droge der Zeit. Es ist in der heutigen Zeit für Jugendliche oft schwer, so einen Platz in der Gesellschaft zu finden, wo sie Anerkennung bekommen, wo sie Zuwendung bekommen, wo es ihnen gut geht, wo sie so merken, da ist mein Platz, da gehöre ich hin. Und so in dieser Zeit ist es dann auch eine Droge, die genau diese Gefühle auch sehr stark vermittelt. Ja, wo man über Probleme hinweggeht, wo Probleme eigentlich keine Rolle mehr spielen. Und diesen Zustand hätten sie ja gern mal. Das betrifft ja vor allen Dingen auch Jugendliche, die diesen Zustand eben nicht so leicht erreichen können, die Mühe haben, Anerkennung zu finden, Zuwendung zu finden, gute Freunde zu finden. Die versuchen das dann eher über diese Droge. Um zu verhindern, dass sich die Droge in Deutschland ausbreitet, verfolgt die Polizei in Grenznähe jedes Auto, das Verdacht erweckt. Was ist jetzt hier die Vermutung bei den Taxi-Insassen? Dass er sich rübergefahren hat, lost drüben gekauft hat und dass er jetzt zurückfährt irgendwo.